Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe hier auf dem YouTube-Kanal von Captain Bernhard. Diesmal geht es nicht mit dem Campingfahrzeug, diesmal geht es nicht mit dem Elektroauto in Richtung Süden, sondern wir sind hier mit dem Schiff unterwegs, da ich mitbekommen habe, dass viele Wohnmobilisten hier am Rand dieses sehr berühmten Flusses, Zehnländerflusses, stehen und sehnsüchtig auf die Schiffe achten. Habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie so eine Reise hier abläuft und nehme euch live mit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, lasst die Glocke da, dann verpasst ihr auch die nächsten Ausgaben nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's los. So kann es gehen. Wir sind gar nicht auf der MS Adora, sondern auf der MS Annika. Wir müssen nochmal das Boot wechseln. Super, danke. Ja, die Donau hat hier mehr die Farbe von der Innen, würde ich sagen. Blau, das ist doch grün, ne? Wegen der Füße, warte mal. Das ist die Donau ist rechts, hier hinten von oben kommt die Innen. Das kann auch Innen sein. Ja. Ah ja. So, jetzt kommt das eigentliche Betreten des Schiffs. Ja. Hi. Da guckt die da zur Seite. Komm, ich halte das so lange fix. Da muss man unten festhalten. Ach so. Da, am Griff. Danke. Da sehe ich mich ja selbst. Mein Gott nochmal. Das ist ein followerstarker YouTube-Kanal. So. Nochmal, ich habe dich verstanden. Herzlich willkommen an Bord. Ah, danke. Sie sind meine Kollegen. Ja, ich wusste, ich hätte die besser im Bus gelassen. Ne? Ja, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Das ist unser Kapitän. Und so. Der Typ, der gehört hier gar nicht her. Achso, nee, nee. Der Kapitän, also okay, dann haben wir den auch kennengelernt. Sehr schön. So, und hinein ins Vergnügen. Erstmal was Leckeres zu trinken hier auf dem schönen Schiff. Was gibt's denn hier? Ja, das können wir gut gebrauchen. Super. Hallo, aus Passau alle miteinander. Bischofstadt, Drei-Flüsse-Stadt, südöstlichste Stadt Deutschlands und außerdem auch noch Barockstadt. Und das ist die Stadt. So, und hier sind wir am schönen Dom St. Stephan in Passau. Tolle Kirche. Muss man sich einfach mal angucken hier oben. Ich denke, da gehen wir jetzt mal rein. So, wenn dann einige Gäste und Besucher aus dem Haus raus sind, gehen wir rein. Und wie oft in so großen Kathedralen ist erstmal hier eine Baustelle zu sehen. Aber dann öffnet sich ein lichtdurchfluteter Raum, riesig groß, hell, im hochbarocken Stil Italiens geschaffen. 1662 war das, nachdem die ursprüngliche gotische Kathedrale aus dem 8. Jahrhundert niedergebrannt gewesen ist. Die Deckenfresken, die man dort oben erkennen kann, sind im hochbarocken Stil Italiens geschaffen worden. Eine Besonderheit dieser Kathedrale ist auch die größte Domorgel Europas und der Welt. So, da sind wir mal drin in dem Dom. Ich flüstere ein bisschen, aber ich denke, mit dem DJI-Funk-Mic versteht ihr mich trotzdem gut. Also,
Das ist ja hier reichlich verziert alles. Tolle Wandmalereien. Tolle Kanzel zum Predigen. Und tolle Steinornamente an den Decken, Fresken. Das Ganze ist schon ziemlich schön, muss man sagen. So ist es. So, Roomtour. Dankeschön. Das ist ein Restaurant Dish Number. Aha. 26. Das ist Key. Ja, so. Okay. Schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank. Ah, der Koffer ist da. So. Do you need something? Everything's okay, thank you. So, das ist die Ablegmusik, die uns immer darauf hinweisen wird, wenn wir ablegen. Also mache ich hier mal direkt in der Kabine ein Fenster auf. Denn wir haben ja hier eine Balkonkabine gebucht. Ja, und da beginnt jetzt der fünftägige Trip hier mit der MS Adora über die Donau. Wir fahren heute die ganze Nacht durch, 220 Kilometer weit bis Wien. Wir passieren in der Nacht 9 Schleusen, um das Gefälle zu überwinden. Und dann geht es bereits am Dienstag zum Endpunkt der Reise, zum Wendepunkt der Reise nach Budapest in Ungarn. Ja, und dann geht es halt eben wieder zurück. Unter anderem wird sich Bratislava angeguckt, die Wachau. Ja, das wird die Reise sein. So, und jetzt schalte ich noch mal von meinem Gesicht weg, damit ihr hier mal sehen könnt, wie das Schiff schön wendet. Das heißt ja immer die blaue Donau. Aber ich würde sagen, das ist hier sehr viel Wasser von der Inn. Und das Wasser von der Inn ist grün. So, wir haben 1 Uhr in der Nacht und viele von euch fragen sich sicherlich, wie das so ist, nachts auf einem solchen Flusskreuzfahrtschiff mitten auf der Donau. Und deswegen bin ich jetzt für euch aufgestanden und wir gehen jetzt mal gemeinsam hier an Deck. Zimmerkarte besser nicht vergessen. Und dann leise hinaus. So, das erinnert mich jetzt ein klein bisschen an meine Fahrt mit der heute ja nicht mehr existenten Holland-Norway Line nach Kristiansand von Emden aus. Da war ich auch so mehr oder weniger ganz alleine auf dem Schiff gewesen. Es war ein bisschen spooky. Und hier ist es auch so. Oh ja, es ist schön warm hier draußen und man sieht irgendwie nichts. Stockfinster hier im tiefsten Österreich. Gehen wir mal oben ans Sonnendeck. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut man das jetzt hier erkennen kann. Aber wir fahren. Und der Captain ist auf seinem Platz, also der andere Captain.
Aber hier, der Radar, die Radare, zwei sind's, die könnt ihr sehen, ne? Eine angenehme Brise hier. So, gehen wir mal nach hinten. Holzener. Sprudel ist genug da und Bier auch. Boah, das Schiff ist lang. Das Schiff ist lang. Guck dir das an. Ich war ja noch nicht oben. Bin ich irgendwie gestern tagsüber nicht geschafft. Aber das ist ja locker über 100 Meter. Wow. So, schalten wir mal auf mich um. Dann gibt es wenigstens irgendwas zu sehen hier. Und ja, hier liegen jetzt die Sonnenzelte flach auf dem Boden, weil die kommenden Tage oder der kommende Tag in Wien ist die Wettervorhersage leider regnerisch, aber danach wird es schon wieder besser, sodass wir hoffentlich in Budapest ein schönes Wetter haben werden. Ja. So, und jetzt kann man hier auf dem Schiff mal ganz nach vorne gucken. Wow. Ja, und ich bin jetzt hier tatsächlich, nachdem die letzten beiden Jugendlichen hier in ihre Kabinen gegangen sind, alleine. Fahrräder? Okay. Das ist ja spannend. Phoenix. Okay, das ist der Reiseveranstalter. Das heißt, man kann hier Fahrräder ausleihen. Ja. So, und hier haben wir schön die liegen. Morgen wird das alles nass sein. Okay, also das ist schon faszinierend hier. So, einige von euch haben sich schon vielleicht gefragt, warum macht Captain Bernhard denn so eine Fahrt mit? Die Antwort ist ganz einfach. Freunde von mir haben das hier mitveranstaltet mit ihrem Tennisclub, gemeinsam mit einer Pfarrgemeinde in Bornheim-Hersel bei Bonn. Die haben hier das Schiff über einen Reiseveranstalter, Höfmann Reisen, gechartert. Und habe mich gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen. Und da ich ja einen runden Geburtstag feiere am kommenden Wochenende, werde ich schon wieder zu Hause sein. Aber ich dachte mir, warum nicht? Mach das mal. Das ist mal eine ganz andere Erfahrung. Da es dieses Jahr irgendwie sowieso schon so ein bisschen aufs Wasser gegangen ist, mit dem Packraft zum Beispiel, aber auch in Norwegen mit dem Motorboot, passte das thematisch irgendwie und es hat mich auch wirklich mal interessiert, weil es ist ja schon reizvoll, muss man sagen. Also das ist hier Vollverpflegung, eine super Küche. Meine besten Freunde, also die drei Robetanier, sind wieder mal zusammen, auch ohne Robeta-Wohnmobil. Ich war auch noch nicht in den Städten, also in Wien war ich zwar schon mal gewesen, ist aber ein paar Jahre her. Dann Bratislava und vor allem Budapest, da war ich noch nicht. In Budapest soll eine super schöne Stadt sein, da freue ich mich drauf. Ja, und dann jetzt hier 5 Tage lang auf dem Schiff zu verbringen, mich hat es mal gereizt und ich dachte mir, euch reizt das vielleicht auch. Okay, wie geht's denn dann weiter? Also wir kommen morgen früh um ca. 10 Uhr dann in Wien an und machen dann eine Stadtbesichtigung. Da muss ich mal gucken. Die fahren zur Burg und man kann aber auch an Land gehen und sich sein eigenes Programm machen. Da schaue ich mal nach, was mir da so einfällt. Natürlich die Stadtbesichtigung. Wir haben Passau ja schon im Kasten. Dann, wie fühlt sich das hier an? An Deck, an Bord. Ich bin überrascht, wie warm das ist hier nachts um 1:15. Richtig schön.
Also gefühlt 21 Grad, würde ich sagen, 20. Je weiter man in den Südosten kommt, desto wärmer ist manchmal das Wetter. Ne? Naja, auf der Rückfahrt sollen es dann tatsächlich an einem Tag eine Höchsttemperatur von 13 Grad geben. Da wird es hier ganz anders abgehen. Gut, dass ich einen Pullover mitgenommen habe. Ja, dann das Essen, Frühstück, was ich so ein bisschen verzichten kann. Das habe ich auch heute Abend nicht mit teilgenommen. Das Live-Programm, Unterhaltung hier an Bord, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber egal, auch das werden wir sicherlich einen Abend mitmachen. Und mal gucken, ob ich das dann filme. Ja, was es gestern Abend vor dem Essen allerdings gab, war die Vorstellung der Crew hier, also vor allem vom Kapitän, aber auch vom Chefkoch und Chefrezeptionistin. Das war ganz witzig. Vielleicht blende ich das mal hier gerade kurz ein. Erste Wortbuch, letzte Wortbuch, das meine. Und noch einmal herzlich willkommen an Bord und wünschen eine wunderschöne Reise mit unserem Schiff Adora. Zum Wohlen, na zdrave, Prost! Ja, sind wir mal gespannt, was die nächsten paar Tage bringen werden. So, interessante Bilder hier von Deck. Ich mache mich mal wieder auf den Weg zurück in meine Kabine. Ja, wenn man in Richtung Bug marschiert, ist der Wind schon ganz schön heftig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das DJI-Funkmic mit dem Puschel drauf wieder hält, was es verspricht. Nämlich keine Windgeräusche. Aber es ist wirklich schön warm hier an Deck. Ganz herrlich, leider keinen Sternhimmel hier zu sehen. Aber die Deckbeleuchtung wäre auch ein bisschen zu viel. Ja, aber ich muss wirklich sagen, insgesamt hier ist das doch schön, dass wir mal hier aufgestanden sind und uns mal die einsame Atmosphäre bei Nacht angeguckt haben, oder? So, und jetzt noch mal ein Blick hier auf die GPS-Karte, wo wir gerade sind. Ist ein bisschen wie im Flugzeug, ne? Ja, auf der Donau sind wir, das sieht man so. Es ist nicht mehr weit nach Wien. Linz, Passau. Ja, sieht man den ganzen Weg, den wir schon zurückgelegt haben. Mhm. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von der MS Adora auf der schönen, hier eher grünlichen Donau. Kurz vor Wien. Auch das ist Kreuzfahrterlebnis. Es regnet nämlich und ist recht windig. Aber wir haben ja hier ein geschütztes Dach über uns. Da geht es einigermaßen. Hallo und herzlich willkommen in Wien. Bei Regenwetter legen wir hier an in Österreichs Hauptstadt. Im Hintergrund sieht man das moderne Wien. Und ich werde die Kamera mal drehen und zeige euch das alte Wien. Da zum Beispiel diese Kirche, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Irgendwas mit Kaiser, wie hieß er denn? Kaiser Franz? Franz Josef, keine Ahnung, jedenfalls wurde ihm die zum 50. Thronjubiläum erbaut. So, viel wichtiger, da sind unsere Busse, mit denen wir hier eine kleine Stadtrundfahrt machen werden bei dem Wetter. Ja, und hier sieht man eigentlich mal ganz gut, wie man hier anlegen muss. Teilweise sind drei Schiffe nebeneinander. Aber wir haben Glück, wir kriegen hier einen Liegeplatz in erster Reihe geboten. Das ist natürlich nicht schlecht. Und zwar genau an den Bussen. Ja, das ist auch super. Ja, herzlich willkommen in der Hauptstadt von Österreich, in Wien. Wir befinden uns hier auch schon gleich an einem Wahrzeichen, nämlich dem 100-Wasserhaus. Man kann sagen, ein experimentelles soziales Wohnungsbauprojekt.
hat sich hier realisieren lassen. Die Anleihen aus Barcelona bei Gaudí sind hier unübersehbar. Ich zeige euch mal das Haus ein bisschen näher. Alle geraden Linien sind nicht göttlich. Das heißt, alles ist hier geschwungen und soll auch geschwungen sein. Und ich bin sehr beeindruckt von diesem Gebäude, das ja die Österreicher, die Wiener spaltet. Nein, also ich würde sogar hin, aber ich sehe klar auf. Gleich von 100, ja. Ich dachte, wenn der 100 war. Also die Mauretanier sind wieder zusammen, wie man gerade sehen konnte. Und wir sehen auch, dass die Anleihen am Vorbild aus Barcelona unübersehbar sind. Mir gefällt, auch wenn es vielleicht nicht jedem gefällt. Gehen wir mal so ein bisschen hier herüber. Aha, eine Treppe. Dann haben wir dann auch gleich hier eine schöne 100-Wasser-Treppe hinauf. Hier hat sich Wien wirklich eine echte Sehenswürdigkeit geschaffen. Bis heute gehen ja offensichtlich die Meinungen über dieses Bauprojekt auseinander. Man hat 100 Wasser ja die Genehmigung erteilt gehabt, sich zu verwirklichen im Rahmen eines sozialen Wohnungsbaus. Keine Ahnung, aber ich habe so das Gefühl, dass man den Roten ein bisschen verarschen wollte. Aber was er dann hier geschaffen hat, ist ein Tourismusmagnet und auch eine echte Kontroverse in dieser Stadt. Mir gefällt's. Mit schönem Springbrunnen. Wie hieß es doch in der Formsprache, alle geraden Linien sind nicht göttlich. Deswegen muss alles geschwungen und rund sein. So, da haben wir hier schon den Hauptleitfaden der Kunst, der Gebäudekunst. Und dann mal hier rauf gefilmt. Ja. Also hinein in 100 Wasser Village. Darf natürlich im sozialen Wohnungsbauprojekt nicht fehlen. Hier so einen gewissen Schnickschnack. Ja, es entbehrt nicht einer gewissen Komik hier. Der soziale Wohnungsbau und ein echter, veritabler Touristen-Hotspot. Noch einmal einen herzlichen Gruß aus Österreichs Hauptstadt in Wien. Wir sehen hier die Hofburg und das Monument von Kaiser Franz, umgeben von vier Frauen. Das sind die Lipizzaner.
hier sehr edel untergekommen sind. So, hier sehen wir mal eine alte Wiener Wohnanlage, sehr schön begrünt und eignet sich sehr schön, um meinen Gimbel mal ein bisschen wandern zu lassen. Ja, und da stehen wir schon hier in der Hofanlage. Sehr schön hier. Dieses Tor. Wir kommen in den Graben. Mitten also in die Fußgängerzone Wiens mit all ihren noblen Häusern und Einkaufsläden. So, und dann sehen wir ein Wahrzeichen. Ja, nochmal herzlich willkommen in Österreichs Hauptstadt in Wien und im Hintergrund sicherlich das Wahrzeichen, der Stephansdom mit seinem markanten Turm und dem bunten Dach. Wunderbar.